Junge, der Bass muss richtig reinklatschen, Alter. Ich sag, wie das. Halt die Klappe, Unicorn! Eine Stunde kürzeren Stream heute schon, Alter. Geht nicht höher, geht nicht höher. Das ist halt abzimal. Ach du Scheiße. Oh, noch fast eine Stunde weniger. Boy. Hallo. Das geht. Boah, Stormzy ist lieber, Alter. Wie heißt das eine Lied nochmal? Wie geh ich mal einfach das hier an? Stormzy ist cool. Merhaba, merhaba, Esselamu Aleykum, was geht? Hi. Pro Sub 10 Minuten weniger Stream, damit ihr Bescheid wisst. Ich mach mal die andere Seite der Medaille auf Twitch, Alter. Die immer mit ihrem Sub-Marathon. Scheiße, Alter. Junge, und dann kriegen die 17.000 Subs und dann gehen die pennen, Alter. Wie oft genug verdient. Ach, so ein Quatsch. Was geht bei euch? Ich bin 90% wieder. Aber ich hab Mila angesteckt. Die ist komplett am Arsch. Goldi, Dankeschön für den Prime-Sub im 32. Monat. Heute schon um 8 Feierabend. Na, Quatsch, Quatsch. Das ist doch nur für eine kleine Kick, Alter. Und Mr. Green Kush mit Z, Dankeschön für 5 Gifte Zaps. Und Molotov, danke für den Resub 15. Was geht ab? Nix bei dir? Und Alina, Dankeschön für den Prime Sub 40. Und Wizard, danke für den Prime 25. Und Blitzlight, Dankeschön für den Prime 22. Und General Amberg, Dankeschön für den Resub 51. Und Chef von Twitch, danke für den Resub 5. So, mir geht's auch besser wieder. Ich habe zwar heute keinen Mittag gegessen, aber keine Zeit mehr dafür halten. Aber ich habe mein Brot gemacht. Ich mag das. Geil. Locktail, danke schön für den Resub im 11. Monat. Und Matze, danke für den Resub im 40. Resub Day oder was? Oh, wow. Hat mit mir ins Mike gehauen. So viele Subs gehört, deshalb morgen wieder für ein halbes Jahr Deutsch. Ja, Mann. Geil. Ich hab mir ein Toastbrot gemacht, yo. Und ich hab mir einen Muffin genommen, Alter. Kannst du nochmal so atmen? Nein. Hört auf. Du hast Mila angesteckt, wie kennt ihr euch in Real? Ich wohne bei Mila im Keller. Manchmal wirft die so ein halbes Hähnchen rein, Alter. Augen zu und genießen. Boah, ich hab mir einen Muffin gegönnt gerade. Auf jeden, Alter. Hey, wie geht's euch, meine Kinder? Geht's euch gut? Was machen Sachen? Ich hab gestern leider, aber donnerstags ja eh meistens Deutsch. Da wisst ihr ja schon Bescheid. Aber ich hab gestern um den Schreibtisch herum so PVC-Boden neu verlegt. Was heißt neu? Darunter ist Laminat. Weil ich den Laminat darunter nicht kaputt machen will. Und das mache ich hier mit dem Stuhl. Ich hätte mir auch so Rollen kaufen können. Aber egal. Hab nicht mehr geschafft gestern. Sorry, sonst wäre ich nur gekommen. Kannst du den OnlyFans-Account machen, auf dem du dann nur so ins Mic atmest? Kann ich machen? Wer? Was wär? Du? Wir beide haben das gemacht. Jetzt tun wir nicht so, Alter. Pass ja auf. Boah, guter Beat, guter Beat. Guter Beat. Bin eingekrebelt, Lutschbomben genommen und später Erkältungsbad, alle da. Ja, Mila hat alles, ne? Sieht dein Setup eigentlich immer nur so aus wie auf Twitter oder neu? Genauso wie auf Dings. Wie auf, wenn du Ausrufezeichen Setup eingibst. Außer die Monitore, die sind übereinander. Aber das werde ich auch wieder ändern. Weil ich habe gemerkt, immer nach oben gucken, dann rutscht mein Gehirn so nach hinten im Schädel und dann bin ich noch dümmer als vorher. Das ist halt nicht gut. Und hallo Giffy. Weil immer die Duftkerze auf den Boden fallen. Naja, Quatsch. Bruder, ich bitte dich. Alles gut, konnte dadurch meinen Schlafrhythmus fixen. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Freut mich. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr hattet gestern trotzdem einen schönen Tag. Wir starten heute wieder fresh. Was wollte ich sagen? Nix wollte ich sagen. Wollte ich irgendwas sagen? Nö. Eigentlich nicht.
Mila ist nur nicht so wehleidig, das stimmt. Ich schon. Und hallo Gap und herzlich willkommen zurück im Discord. Und hallo Andi und hallo Güffi und Esad und Ruportel und Euphelicious und Schwester Kusch. Hallo Mila und Loco und Too Strong und Chris und Joko und Weezy, hallo. Weezy, bist du WoW am Zocken? Ehrlich, meine Hände sind am Shake, ne? Ich guck immer Streams, Alter. Warum bin ich kein MMORPG-Streamer, Alter? Boah. Hallo Oma und Kölsch, hallo MDK, hallo. Black Moondog, hallo. Matty, hallo. Holy, hallo. Green Kushs, hallo. Audi-Fahrer, hallo. Zilla, hallo. Rat of the Lich King, so gut. Hör auf, bitte, Alter, ich heule. Alina, hallo. Monster Energy Streiter, hallo. Blitzzeig, hallo. Experience, gerade aus dem Urlaub wieder da. Zug aufs Feuer, Verwaltungsstreik, 3 Stunden Verspätung. Nie wieder Deutsche Bahn. Mit was willst du denn sonst fahren? Gibt da Alternativen? Best Fanatic, hallo. Handshake, hallo. Hövel, hallo. Lucky, Elbi, Defix, Eistee, Zitrone, Orkan, Merchaba. Green Kush, da mache ich dann so. Chris Tells, hallo. Lukas, hallo. David, hallo. Pete, hallo. Felix, Corporal, OnlyDNL. Bizzle, Chef von Twitch, Bambamlicious. Jakritsch. Chef von Twitch, Space Pirate, du hast deinen Freund gelassen. Seh dich immer nur alleine hier, da stimmt irgendwas nicht. Benzo, hallo. Easy Does It. Oder Does It, Does It? Wer ist noch da? Zeigt euch. Wusa, hallo. Und Mattes, hallo. Giffy, wie heißt das Lied von Stormzy nochmal? Das Ghana-Trap-Lied, Alter. Gibt's das bei Spotify? Und wieder 10 Minuten. Masahiro, Dankeschön für den Prime im 23. Monat. Alle. Alle. Train Driver, hallo. Und Borat, hallo. On the Run for 20, hallo. Wie ist das denn nochmal, Mann? Ist kalt. Alpino, heute unbekannter Anruf? Stimmt, ne, heute ist ja Freitag. Ich weiß, war Pinsel gestern online? Also eigentlich haben wir ja geplant, dass Pinsel Bescheid sagt, dass der Typ mich anrufen soll, aber ich glaube, Pinsel ist heute nicht da. Boah, ist ja ein guter Lied, Alter. Keine Ahnung, werden wir sehen, ob der mich anruft oder nicht. Wenn nicht, ist ja auch egal, Alter. So wie wir rausgefunden haben im RP, gibt's da ja ganz viele Anrufe, wo die irgendwelche Medics erpressen wollen und... Hallo Tiger und hallo Dieter und Double X, hallo. Gestern gerade erst wieder mit dem Fan geschrieben, aber bei uns beiden gerade ein bisschen andere Prioritäten als Zocken und Streamchen. Ach komm, das wird schon wieder Space Pirate. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Eure Liebe war stark. Ich sag, ist ja irgendwas, dass bei ihm Los Santos lang war, muss ich mal nach Lightshell fragen. Ach du Scheiße, er hat Lightshell gemacht? Sind sie nicht da? Mila nicht da? Könntest du alleine? Mila ist da. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Mila lange durchhält. Aber, ich sag mir das, wir machen einen Verdienst, Alter. Wollen wir sowieso. Ich habe zwar immer noch kein Soundboard fertig gemacht, aber wir machen das einfach. Und genau, wo ist Lucky? Wieder DayZ-Server irgendwo zocken, ohne uns. Nicht mal Bescheid sagen. So nennt man Freunde. Halt dein Maul, ich bin an meiner Diplomarbeit, deswegen du Fochel. Du bist an deiner Diplomarbeit und schreibst Fochel mit V? Bist du sicher, dass das so geschrieben wird, mein Freund? Bist bestimmt auch Chirurg im RP, ne? Bin sie Leitstelle alle außer Dienst? Real Talk? Hallo Chris, Anwalt. Tacho Justus. Free Güffi endlich, brauche Anwalt. Hallo T-Frosch und Josie, hallo. Ach du mit deinem Rolli Raupa, hab ich immer noch nicht gehört, Junge. Ich schwör dir, sobald der Stream ausgeht, mein Brain. Mich musst du immer erinnern. Zum Glück habe ich Loco und der Oma und Mila und so, die erinnern mich immer an Zeugs. Und Josie, Dankeschön für den Prime-Sub im 19. Monat. Hallo Bam Bam. Was ist denn jetzt eigentlich mit Rakim? Ich habe nachgefragt. Wegen allen natürlich. Hab gefragt, ob er da nicht die Chance mal gibt, aber habe keine Antwort bekommen. Bis dato. Hallo Schuh, was geht? Nach Stream nur Fummi-Song, das stimmt. Welchen Sound, Güffi? Welchen Sound?
Das glaubst aber auch nur du, Alter. Jetzt hab ich dein Lied. Wie cool ist das bitte? Ich trinke Dr. Pepper und spiele Breath of the Wild Game Schlange Simulator. Ich habe gesehen im Discord, dass es so viele gibt, die WoW zocken, ne? Ehrlich. Am liebsten würde ich da. Der Bruder. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Hier gibt es zu wenige, die zu wenig Ahnung von dem Spiel haben und auch keinen Bock haben, das irgendwie. Das ist auch verdammt schwer, WoW zu streamen und dabei irgendwie was Lustiges rauszuziehen. Ehrlich. Ach, wie das. Hallo, der Jumper. Aber ich würde. Ich würde mit ganzem Körper reingehen. Mach doch mal einen WoW-Tag. Nee, bringt nichts. Weißt du warum? Weil mich dann die Sucht packt, Junge. Und dann kriege ich mehr Bock auf das Spiel, anstatt auf RP und dann ist vorbei. Wenn ich jetzt 10 Subs gifte, machst du dann aus? Hast du Fieber, gute Besserung, ihr Sade. Ja, klar, lieber EP. Oh, Feature mit Unge. Ach, der Mann, Alter, die. Bruder. Welche Leute wie der, die haben mich angeklickt und sich meinen Charakter angeguckt, Alter. Caleb ist auch im WoW gefangen, Bruder. Ehrlich. Oh. Lieber Fresher, halt's mal easy, Alter, du mit deinem scheiß Vanilla. Nie wieder mache ich das, Alter. Wie lange haben wir gezockt? 3,5, 4 Monate, jeden Tag 18 Stunden? Nie wieder in meinem ganzen Leben, Junge. Und 2 Wochen danach das Spiel gequittet. Und komm, Fairwood, next fresh, halt's Maul. Ist eine Schelle, Junge. Ja, WoW ist echt schlimm. Wenn man das selber spielt, macht das unfassbar viel Spaß. Sag mir das. Und kein MMORPG kommt daran. Also bis jetzt. Und es werden immer mehr. Ich bin erst seit ein paar Monaten bei Curtis und ich liebe ihn. Ich liebe dich auch, Bambam. Der Heli-Clip hat erst 140.000 Views. Bin enttäuscht vom Shit. Der Bonfire ist gerade mit Memo auf, keine Ahnung, wo die sind, Alter. Auf irgendeinem Fest und dann gehen die zum Apache-Konzert. Eigentlich wollten die auf TikTok live kommen. Aber auch wieder nur dummes Geschwätz. Nur am Scheiße labern. MMO schiebt aus, wie wird Anfang und Ende hetzen. Oh, was keine. Junge, hast du dir mal Dings angeguckt? Throne and Liberty. Aber ich will nicht hypen, ich will nicht hypen. Ich sag wie das. Wir haben ja gesehen, was bei New World passiert ist. Aber bei New World sind auch wieder doppelte Spielanzahlen jetzt. Diesen Monat kommt das große Update da. Die haben echt viel zum Positiven verändert. Und ich habe einen sehr guten Freund, den Billy Smalls, Alter. Der ist da immer noch sehr aktiv. Also falls wir mal vielleicht drüber nachdenken, da mal wieder reinzugucken, da habe ich direkt einen coolen Typen am Start, mit dem der Bock macht zu zocken, Alter. Der lebt dieses Spiel, genau wie Shorty. Shorty ist verloren. Seitdem wir damals damit angefangen haben und das auch gestreamt haben, ist Shorty 24 Stunden in diesem Spiel drin. Der ist absolut. Der hat sogar in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ob einer von uns den unseren New World-Account verkauft. Weil die da irgendwelche Änderungen machen. Der Typ ist verloren, Alter. Vorher rank ich wieder. Ja, das Doppelte von 4 ist aber 8. Ne, die haben wieder, ich glaube, 60.000 Spiele oder so. Ja, und New World hat sich echt gut entwickelt. Ich habe ja in den Zeit, wo ich 2 Monate gedodged habe oder so. Oder 3. Weil ich dodge so oft, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, Alter. Habe ich ja für ein oder 2 Wochen habe ich das gespielt. Das hat sich echt gefangen, muss ich echt sagen. Ach, Cyber, geh mal weg mit Cyberpunk, Junge. Cyberpunk war ich damals ein bisschen gehypt. Und dann kam Jama Kush um die Ecke und hat mir alles versaut. Hat gesagt, brauchst du nicht spielen, die Scheiße. Junge, der flamet dich sogar, wenn du die neue Dings guckst hier. Herr der Ringe-Serie. Dann kommt der im Teamspeak-Channel und schreit dich zusammen. Nee, aber Throne at Liberty sieht gut aus und hat anders. Ashes of Creation oder so ein Shit. Final Fantasy wollte ich mir auch angucken. Hab ich sogar meine E-Mail für bekommen. So placementmäßig. Habe ich mir so an dem Tag gedacht, ja, vielleicht guckst du ja mal an. Soll ja auch richtig gut sein. Hab ich ihn bis heute nicht gemacht. Mich kannst du echt in eine Tonne kloppen. War ein React-Stream? Auf was soll ich denn reacten, Alter?
Ich warte auf das. Das ist kein MMO, ne, Hövel? Das ist ein Singleplayer-Dings. Das ist kein MMORPG. Aber ja, Harry Potter wird auf jeden Fall gezockt, Alter. Wann mal wieder Horror, ja. Phasmo können wir zocken, ne? Bei dem Fantasy schön der Cutscene-Simulator. Ist das so schlimm, oder wo? So, Dokus. Wann mal wieder Pokémon? Nee. Dann will ich da wieder einen Relaxo hochpowern, Alter. Dann brauche ich jetzt mal 500 Euro in Spenden. Nie wieder packe ich die Scheiße an. Und Tato, Dankeschön für den Wiesam. 10 Monate, 7 Monate in Folge. Ich hoffe, hat geklappt. Aber hast ja schon geschrieben. Dankeschön. Visage, kannst du eigentlich mal zocken? Was ist das denn? Was war das? Epic, sorry, bin wegen Schmerz mit ein bisschen. Ach, kein Problem, Bruder. Weil du mitbekommen, dass Cyberpunk DLC-Trailer kam und auch Sequel angekündigt wurde, was dann wahrscheinlich so in 20... Ach, geh mal weg damit. Geh mal weg damit, Böni. Dankeschön für den Prime im 29. Monat. Und Mr. Pandy, dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Können wir den Streamer gleich schon wieder ausmachen? Ja, super, du super. Ey! Ui! Motorary Assistant heißt das. Ich kenne mich mit Spielen echt wenig aus. Ich sag mir das. Aber ihr wisst das. So viele Spiele wurden mir schon vorgeschlagen. Zock doch mal das. Ich guck mir das gar nicht erst an. Boah, das klingt schon scheiße. Ich habe mein ganzes Leben lang vielleicht 5 Spiele oder so gezockt. Und davon war eins World of Warcraft. Seit wo ich keine 13 war oder so. Ich hab nicht so das Bedürfnis, immer neue Spiele und so was anzuzocken. Das hat nichts mit Schiss zu tun, Junge. Ich brauche was für Langzeit. So was wie EP, so wie WoW. Diablo 4 werde ich auf jeden Fall spielen. Ich denke mal auch nicht lange, aber ich habe mich da mit dem Skyhook verabredet für. Schon vor 2 Jahren. Was ist, wenn du so viele Subs hast, dass du ins Minus gehst? Ja, dann mache ich morgen Dodge. Oh, Diablo 4 wird, Tschüss, den Wichsen hier. Was hat denn der gute Bruder so für Alben? Hat der 2019? Ah, das ist bestimmt gut. Ja, aber viel mit Sky. Ja, Mann. Vor allem ist dann Johnny hundertprozentig auch dabei. Vielleicht, weil Johnny ist auch absoluter Diablo-Fan. Vielleicht kriegen wir sogar eine Mila überredet dann. Vielleicht ist ein Jamar und so dabei. Selbst Denver hat sich mittlerweile geöffnet. Der zockt den ganzen Tag WoW. Aber Retail. Mal gucken. Cooper ist hundertprozentig auch dabei. Der ist doch in jeder Sucht drin. Ich mache jetzt Duftkerze, dann gehen wir rein, okay? Aber das dauert ja auch nur 500 Jahre, bis das kommt. Overwatch 2 soll gut sein, habe ich aber anders gehört. Du warst schon auf dem RP, du bist so wie gemacht für RP. Bist echt enttäuscht, wenn du mal nicht online bist, Bruder. Nimm mir das nicht übel, ne? Aber dann... Also wenn du enttäuscht bist, wenn ich mal nicht online bin, dann gewöhn dich schon mal dran. Weil das kommt hin und wieder mal vor. Dass ich zu den 2 Tagen, die ich eh schon in der Woche nicht komme, vielleicht auch noch einen 3. oder einen 4. dranhänge. Oder vielleicht sogar mal einen ganzen Monat oder 2. Hallo, Holy Coast. Und Tati, hallo. Achso, Pommes. Ja, wir gehen gleich. Lass mich doch erstmal ankommen. Dort schon, gehört das dein zweiter und dritter Vorname, genau. Das verkrafte ich nicht. Warte mal, es gibt super viele coole andere Streamer, auf Sektor vor allem. Die machen super lustiges RP. Weißt du, das ist wie umschalten auf dem Fernsehen, so von RTL nach Pro7 oder so. Ne? Gibt Mila, die momentan aber nicht streamt, nicht so viel. Gibt Pinsel. Gibt so viele, Alter. Morgen wieder 2 Monate Deutsch wegen der Nachrichten. Nein.
Gibt keinen anderen Streamer, Luke. Naja, ja, komm. Wenn ich mal unterwegs bin in anderen Twitch-Streams, dann sehe ich euch da überall. Und Cream Cookie, Dankeschön für den Prime-Sub im 10. Monat. An einen gescheiten Vermittler, warum sollten wir? Und Venom, hallo. Finden sie gestern auch wieder wild. Bin mal gespannt, wie der wird, wenn Pilz in dem PD ist, Alter. Wir sind ja auch alle vom KGB. Ja, ja, ja. Weiß aber, keiner kann das so gut wie du. Pilz ist auch geil, aber der kann auch echt anstrengend sein und du und Lensch einfach die Besten. Ich habe auch nachgelassen. Irgendwo. Wenn ich selbstkritisch bin. Ich spiele schon lange nicht mehr richtig, richtig frei. Wenn ich richtig frei spielen würde, würde ich rumrennen und Leuten einfach den Kopf schießen und so. Wenn die mir auf den Sack gehen, Alter. Aber das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Da kriegst du aus jeder Bubble, kriegst du da Ärger. Einfach alt geworden. Hallo, Nemi. Nö. Der P hat sich einfach alles verändert. Ist nicht mehr so. Ja, lass mal über die Vergangenheit reden, Alter. Aber ist einfach nicht mehr so. Imagine, man kann uns der Disco schreiben. Bist du ja gebannt, Weezy, oder was? Und Kampfroboter, Dankeschön für den Prime-Sub am 25. Das kannst du auf irgendwelchen 5M-Servern noch machen, ja, aber nicht auf solchen Servern. Aber du bist wie das Dragon Ball Z, was damals im Fernsehen kam, was man einfach sehen muss, auch wenn deine Dodges wie die Genki Dama sind und sie einfach mal mehr Tage aufgeladen werden muss. Halt die Klappe, Junge. Was disst die mich eigentlich immer? Was ist denn mit euch? Ich hab das Gefühl, dass einige nur hier hinkommen, um mich zu dissen, Alter. Wenigstens bin ich so transparent und sag, woran das liegt. Ja? Ich könnte doch hier sitzen und Dinge erfinden und sagen, ja, mir geht's heute nicht gut. Ich komme heute nicht. Weißt du? Es hat immer einen Grund. Hallo, Schaube, nix mit dir, Oma, nix. Wisst ihr nicht, warum? Keine Ahnung, kann ich joinen? Dann wurdest du gebannt, dann hast du bestimmt irgendwo mal was geschrieben. Ich habe auch mal kurz nur reingeguckt. Aber Spieler sollen ja, finde ich auch gut, sollen ja eh nicht im KGB abhängen. Die UTRP-Polizei. Ernie, hallo. Was geht, Pax? Wenn du mit deinem Schnipp ändern würdest. Wenn du mit einem Schnipp ändern würdest, was hättest du von deinen RP-Zeiten wieder? Boah, das ist schwierig zu sagen. Meine Clique, Alter. Meine Clique. Ehrlich. Ich glaub schon. Alle. Craig, Cooper, Carlos, alle. Alle, wirklich alle. Also diese GTA Live-Clique. Das ist wie so eine Legacy, wenn man mal im Teamspeak sitzt oder so und man darüber redet. Weiß nur damals, Alter. Das sind immer Zeiten, die man nicht vergisst. Das war gut. War lustig. Ich starte jetzt die Pommes. Aber jetzt ist ja auch lustig. So, ab in eine TS3-App. Oma, schaltest du um? Bitte? Voll nett. Jiffkes Lache. Boah. Dankeschön, Oma. Warum hatte ich keinen Steam an? Bin schon wieder für ein Lied. Jiff Giske Whitelist, der hat doch einen Charakter, aber der taucht noch nicht auf. Ich hab da irgendwas bei Steam gesehen, irgendwas zockt der. Cyberpunk hat der gespielt, genau. Hat jetzt Steam nicht automatisch? Nee, bei mir nicht. Wenn du dein Windows richtig eingestellt hast, dann machst du diese Autostartprogramme aus. Ja, geht's ihm, geht's? Was geht? Wo? Was? Ja, geht. Ich start schon.
Und Ruffy, danke schön für den Prime-Sub im zweiten Monat. Und Hukulu. Rimworld? Weißt du, was ich mir... Alter, ich bin ja... Ich guck schon wieder Herr der Ringe, ne? Bin schon wieder beim zweiten Film. Keine Ahnung warum. Deshalb auch der Wallpaper. Ich hab mir Herr der Ringe online runtergeladen. Ich wollte einfach mal reingucken. Aber das Spiel ist so schlecht, Alter. Junge. Das gibt immer noch, ja. Die kriegen so einen Graphic Overhaul und so ein Chat. Ich wollte einfach mal reingucken, weil ich so in der Welt gefangen bin gerade. Bist unbanned. Boah, der Joshua, Alter, hier mit Modrechten, Alter, aus Stay Sein Channel, Junge. Das war bestimmt damals Reezy. Als man sich mit dem KGB angefeindet hat. Weil die Spezialisten da, die noch nie in ihrem Leben RP gespielt haben, über andere urteilt haben. Als wir uns so ein bisschen dagegen, oder darüber lustig gemacht haben. KGB-Beef, Junge. Auland, Beutlin. Hey, Stormzy, du hältst die Klappe, bitte. VOD hat Sound. Ich muss GTA wieder ein bisschen lauter machen. Für Gondor, Alter. KGB alles zertifizierte XP. Ja. KGB sind liebe, nette Menschen. Die sind ja auch nur gefesselt davon. Ja. Und die sind auch nur Fan von irgendjemandem. Ist alles cool. Grüße gehen raus, ein KGB. Alles Windows XP, User. Also ich mache Augen zu, hören noch ein bisschen mitmacht hat. Gute Besserung, wie gesagt. Er wurde zwei Jahre gemacht, weil er in 2 Wochen ca. 100 Mal in den Server geliefert und neu gejoint. Das ging damals immer zu den Sack. Aber das war immer so bei Discord. Wenn ich mir meinen NSA-Channel wieder heiß anschaue, wo jemand lieft und reinkommt, Alter, der wird jeden Tag zugespammt von irgendwas. Komm, es gibt sogar Leute, die kommen rein, dann schreiben die irgendwas. Antworten und dann liefen die wieder so ganz weird. Hallo Goliath. Anime, was Anime? Nein, ich habe kein Cyberpunk-Anime geguckt. Ich gucke Herr der Ringe. Und die Serie. Wir haben heute wieder eine neue Folge. Patrick Dangster. Oh, da ist also der Lucky. Patrick Dangster. Wer bist du denn, Junge? Was ist denn das für ein Charakter? Endlich wissen wir, wer Sauron ist. Der eine Typ da, Alter, mit den langen Ohren und den langen Haaren. Der mit den Orks da gechillt hat. Das ist Sauron. Also dir schmecken. Bufu. Okay, was ist das für ein Charakter? Bist du so ein Techno-Atz, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt fängt er hier auch noch mit seiner scheiß Hawaii-Dinger. Der geht mit eurer scheiß Hawaii-Kacke, Alter. Hä? Das ist der Patrick Dangster, den ich kenne. Der Filmemacher. Aber wer ist er? Hallo? Wie cool ist das bitte? Zayox, danke schön für den Prime Sub im 8. Monat. Schönen Abend, kann dir Cyberpunk-Anime wirklich ans Herz legen, falls du Animes guckst? Hab schon mal, aber nicht so oft. Wo läuft der denn auf Netflix? Stimmt, Vito. Boah, geil, Backseat Gaming. Vito,
Nein, Mann, oder? Das finde ich aber nicht so lustig. Weil da sieht man, dass das Gesicht so drüber gefotoshoppt ist, ganz komisch. Wo ist die Karre? Wer ist in unser Haus angebrochen? Ja? Unser Auto wird geklaut. Ich hab das. Und du bist einfach weggefahren? Ja, ich hab gewaschen. Ah, kommst du mich abholen? Ja. Oh. Oh. Du bist krank. Oh mein Gott. Sollen wir baden gehen zusammen? Ich setz mich auch am Stöpsel hin. Hi. Hast du es eigentlich mit Momo? Hast du die Momo wieder gesehen? Oh mein Gott. Was? Warte mal, heute kannst du nicht lachen. Ne? Warte ab, was ich mit dir mache. Nö. Gute Besserung. Danke. Habe ich dir das schon erzählt mit dem Office Schmeinslocker? Nö. Vielleicht kann ich mir bei dem Kredit geben lassen. 50.000 Dollar. Hey, aber... Dann machen wir uns Schulden, dass wir Spiel wetten. Quatsch. Bin mir nicht sicher, ob ich einsteigen soll. Gute Besserung. Ja, danke schön. Nein, gute Besserung. Ach komm, ey. Lass mich in Ruhe. Wir haben 140 langste Wildcard. Yippie. Was sollen wir machen? Tanzen? Wo tanzen? Wir sollten überlegen, wann wir unsere Party machen. Du hast eine Blase an der Nase. Wow. Du bist eine Keile. Ja, ein bisschen. Bisschen ist gut. Na, wir machen nächste Woche. Nächste Woche? Ja. Eigentlich wäre die heute. Ja. Oh mein Gott. Geht's dir gut? Ja. Ach, lass. Da stecken alle. Was denn? Nix. Was hier? Weiß nicht. Wir stellen uns an. Vielleicht geben die was. Okay. Friss Feenstaub, ihr Penner. Warte mal, was die rausgeben. Yo. Hallo, gib dir irgendwas raus? Jo, Curtis, was geht? Was geht ab? Gibt's hier noch was sonst? Nee, hey, eigentlich nicht. Was macht denn hier? Ich hab grad hier die zwei Neulinge begrüßt, jo. Oh. Seid ihr neu in der Stadt? Der erste ja nicht Frischling sagt, danke dir, Mann. Wie Frischling? Bis jetzt hat doch jeder hier Frischling genannt. Ich komm damit nicht klar. Das hätten wir Windeln an. Ihr seid einfach neu in der Stadt. Ach so. Wie, ja, Bambi. Fresh Bones. Was fährt der da rum? Okay, damit könnte ich mich noch anfreunden. Jo. Scheiße, Alter. Noobs. Und habt ihr schon Arbeit? Scheiße, Mann. Wir sind erst seit 10 Minuten, Alter. Ja, sucht euch mal Arbeit, anstatt hier im Stadtpark zu chillen.
Also was, ich bin ja ausgestiegen, hab direkt Alkohol bekommen und Drogen. Wo soll ich denn sonst noch hinlaufen? Weiß nicht. Hast du einen Job oder was? Wir haben keinen. Was habt ihr denn Bock? Vielleicht können wir vermitteln. Doch, wir sind wohl. Wir wollen Bier verkosten. Wir geben doch keinen Jobs raus, Miller. Scheiße, ich mach alle, wenn die Kohle stimmt. Der hat gefragt, ob wir einen Job haben. Ja, aber wir haben keinen. Achso, wir haben einen Job. Ja. Aber da arbeiten wir selber. Was macht ihr denn beruflich? Also wir sind Notfallsanitäter im Baker in Paleto. Und meine ihr seid die Mediziner von oben aus dem Norden. Ja, und meine Frau hier, die keine Sau, die ist Influencerin bei TokTok, Wildcats. Folgt uns auf Wienert. Influencer, okay. Was ist TokTok? Was ist denn TokTok, ja? Das kommt aus Europa, da kann man Videos, das ist so Volksverblödung. Ist das hier auch so eine App auf diesem komischen Apparat, den ich hier habe? Nee, die gibt's hier nicht in Amerika. Ach, nur so in Europa. Kacke. Was? Echt, Mila? Klar, echt. Ja, scheiße, war denn viel Erfolg mit deiner Influencer-Karriere, Mann? Also, wollt ihr uns folgen? Boah, Mann, sie hat doch Drip, ja, folge rein, Mann. Wildcats. Wildcats, ja? Wild, genau, wilde Katzen. Ja, guck, der gewählte Abgeordnete wieder. Oh, wo ist denn? Was geht da, Prey? Der Herr Präsidente. Der Präsident des Nordens. Yo, das ist Royal, Mann. Motherfucker, du hast mich angerufen, Bro. Was? Was? Du hast mich angerufen gehabt. Yo, bist du noch Dog, Mann? Yeah, yeah, for sure. Oh, komm, kannst du mal kurz parken? Ich muss dir was erklären. Willst du nicht einsteigen, wir fahren eine Runde? Ja, Mann, auch gute Idee. Abstech. Wenn du die Scheibe kaputt machst, $5,000. Ja, $5,000. Oh, das wird teuer. Das wird teuer. Aber oh, der Präsident hat das Geld. Ja, Männer, wir fahren kurz eine Runde. Ja, aber gleich wieder da, Mann. Kannst du wenigstens die Scherben wegmachen? Ja, ich pummel die mit hier schon raus, mit deinem Mittelfinger? Mann. Oh, warte, Mann. Oh. Yo, Curtis, Mann. Ich meine, du bist doch auch... Oder ihr seid Kinder des Nordens, Mann. Ja, Mila ist auch Ärztin. Ja, Mila, was geht ab? Ja, ich bin Royce. Was geht ab? Ach, ihr kennt euch noch gar nicht, ne? Nee, Mann. Mila, das ist Royal, der ist im Rapper aus dem Norden, aus Grapeseed. Oh. Ja, und Politiker. Und Politiker. Ja, 895, Skrillskill, Crackhaus, Parteivorsitzender. Das ist da, wo der Pinsel die Bukake-Party hatte. Ja, die war krass, Mann, die war krass. Im Crackhaus lebst du die besten 10 Minuten deines Lebens, ja. Oder zwei, wenn ich drin bin. Ja, da muss einfach nämlich nächstes Mal vorbeikommen, pünktlich, ja, auch nicht zu früh, Mann. Wer geht denn zu früh auf eine Party, Curtis? Stimmt, Mila, wir kamen zu früh dahin. Halbe Stunde. Ja, pass mal auf, ich habe hier mit so einem mächtigen Typ aus der Stadt ein bisschen Probleme. Mhm. Ja, und ich will mal mit dem reden, im Crackhaus und den Vollpumpen mit Drogen und der braucht ärztliche Überwachung. Ja, und dann habe ich an dich gedacht. Also, der will Drogen nehmen und wir sollen ihn überprüfen? Ja, das ist so ein... Oh, kennst du diesen Prakowitsche, Mann? Nee. Ja, das ist so ein Wodka-Verkäufer und der macht auf krass. Ja, der hat die Latinos engagiert, damit die mich abstechen. Ja, und den will ich mal mit dem reden, ins Crackhaus bringen, den allen möglichen Stoff reindrücken, den er hat. Ja, ihm ausziehen und ihn dann aus der Bude treten. Ja, und dass da nichts passiert, Mann, brauche ich einen Doc, ja. Du brauchst einen Psychologen, Milas Psychologe. Ja, dann brauchen wir vielleicht beides. Wann willst du nur das machen? Ja, wenn ich den erwische. Ach, du willst ihn empfehlen? Also, ja, nö. Also, ich dachte, der kommt freiwillig mit. Ja, also ich doch, denke ich schon. Wenn nicht, dann muss man halt ein bisschen nachhelfen, ja. Ja, keine Ahnung, wovon? Ja, vielleicht ich mein, auch heute, wir Mann. Sind ja nur da, um zu helfen, ne? Ja, und ihr würdet mir und Grapeseed echt krass helfen, Mann. Skrr, skrr. Machen wir das, Mila? Ich würde euch das natürlich auch ein bisschen bekommen. Entschädigen, Mann. Na klar. Kai, machen wir. Was? Na, der muss den erst mal empfehlen. Ja, genau. Ja, vielleicht machen wir das auch heute schon. Gucken, wie ich den erwische, da hat nämlich immer viel Security um sich rum, ja. Jo, ist das so ein ganz großes Tier? Nee, ich glaube, der tut nur so. Also hast du die Nummer? Dann können wir den ja fragen, ob der Zeit hat. Ja, die Nummer steht im Internet, die habe ich geleakt, Mann, als ich zusammengeschlagen wurde. Na, der ruft doch an und fragt, ob er Zeit hat für eine kurze Entführung. Ja, ich muss auf meine Gang warten, Mann, Skrr, Skrr. Ach so.
Also, du musst auf, ach so, allein traust du dich nicht. Nee, Mann, der hat nicht nur mich angegriffen, sondern auch gleichzeitig unsere Gang, ja, 895, Mann. Auch den blöden Jonathan? Ja, wer ist Jonathan, Mann? Na, der mit den roten Haaren. Der Obdachlose. Der Obdachlose. Oh, der wohnt im Crackhaus, Mann. So obdachlos ist er gar nicht. Der wurde auch im Crackhaus geboren. Oh, wieder. Der lag einfach in der Schüssel drin, Mann. Ja, okay. Ja, also ich melde mich einfach, okay? Okay. Okay, danke, Mann. Wir gehen jetzt getrennte Wege so. Guck, ja, willst du leicht laufen? Ja, ist nicht so weit. Pace. Pace. Ich sag's dem Mulder, die sind alle bekloppt. Hat der überhaupt deine Nummer? Ja. Hi. Ich schulde ihm noch $20. Ich hab seinen Zaun kaputt gefahren. Aber er hat unsere Dings kaputt gemacht. Stimmt. Geht mir ab, Leute. Ja, ihr blockiert die Straße, Mann. Halt's Maul. Ja, hey, ihr blockiert die Straße. Weiter. Thank you. Ja, fäng dich, Mann. Fäng dich, du Penner. Fäng dich, du Fäng dich, du Penner. Fäng dich, du Straße. Yeah, that's what's up. Bitch, now ihr seid Opfer. Nein, ihr seid Opfer, Mann. Fahr mit deiner $1,000 Karre. Ich kann nicht weiter. Fahr weiter, sag ich dir. Hallo, Dori. Fahr besser weiter, Mann. Oh, hey. Gott. Sonst gibt's einen dicken Duplo. Ja. Wie geht's? Ja, Tom, wie geht's euch? Ja, gut. Steig in die Karre! Okay, ja. Das Vollspaß, fahr weiter. Ja. Hat er gerade Vollspaß gesagt? Ja, wer hat du, das gesagt? Ja, fuck you, Mann. Ihr habt Fängt Duplo. Euch. Hey, Mann, ihr blockiert die Straße. Jo, ihr blockiert die Straße, Mann. Nein, ihr blockiert die Straße. Nein, ihr. Du blockierst die Straße zuerst, Mann. Ihr habt auch. Nein, das ist nicht gefallen. Ihr blockiert die viel mehr als wir. Ja, Mann. Wir haben Warnblinkanlage an die Pölle. Scheiße, Mann. Mein Fenster ist jetzt voller Rotze, Mann. Ich kuppel das jetzt runter, Mann. Und guck nicht auch nur rüber, das. Auch rüber. Scheiße. Ich bin krank, du Wichser. Du hast es den Fall gegeben. Ja. Was geht denn hier ab im Park? Weiß nicht, da ist voll viel los. Komm, wir parken mal. Okay. Der hat voll Spaß gesagt. Das sagt man gar nicht. Hallo, wir haben 2022. Excuse me. Da komm ich schon wieder. Doden. Wo gibt's hier Ärger? Wo gibt's Ärger? Weiß nicht. Was machst du hier, Uldori? Ja, was machst du hier? Arbeiten? Aber du nicht hier. Arbeiten? Ja, sehe ich nicht so aus, als würde ich arbeiten? Nö, irgendwie nicht. Aber wenn du jetzt beim Tattoo-Studio anrufst, weißt du, Davis, danke schön für die Wisdom 10. Wen denn? Der gebannte Bruder. Oh, ich brauche einen Termin. Ja, machen wir einfach später. Cool. Ist das wieder? Ach komm. Boah, der hat doch nur einen Frock im Hals. Ja, komm vielleicht doch nicht heute vorbei. Ach, nächste komm. Woche. Ich geh kurz zu dem Tuben oder komm halt. Ja. Psst. Ja, geht. Ja. Psst. Hat der Pinsel sich gestern gemeldet? Ja, mit dem habe ich alles abgesprochen. Die haben den Plan noch mal ein bisschen umgeändert, das wird dann wahrscheinlich morgen stattfinden. Okay. Aber wenn der sich irgendwie bei Ihnen meldet, rufen Sie mich einfach an. Ja, dann können wir es für heute machen. Okay. Ja. Gesundheit. Ja, danke. Ja, sonst rufen Sie einfach an. Die Medikamente habe ich, da kann man das abwickeln. Wir werden das dann aber so machen, wenn es dazu kommen sollte, dass wir einfach alle festnehmen. Also auch die übergeben. Ne? So richtig auf Gangster. Werden alle eingepackt, alle eingeknastet, dann aber hat er keinen Verdacht. Wir bekommen keinen Strafe dann, ne? Nein, natürlich nicht. Ich sage nix. Das ist das Einzige. Weißt du, der Pinsel, wir werden doch alle presst. Pinsel. Da ruft doch immer so eine Stimme an und hat gesagt, der Pinsel soll Medikamente besorgen. Ja. Und das übergeben wir und dann kommt Polizei. Genau, dann kommen wir von allen Seiten, Hände hoch, mit dicken Gewehren an. Machen das richtig dramatisch, wird das aussehen wie ein Film. Hände hoch. Hände knallt. Macht euch schon mal bereit, ja. Die Kinobalken müssen sitzen. Ich muss dann mal weiter. Caro. Hast du einen Dollar? Ja, warum? Weiß ich nicht.
Pferd gern einfach ein. Ja. Dankeschön. Bitte. Hast du auch 100.000? Nee. Schade. Wir haben noch 74.000 Dollar. Wovon 50 nicht uns gehört. Ich will meine Augen lasern lassen. Pinsel des Augenarztes. Kann er meine Augen lasern? Ja. Damit ich kein Augenlichtempfindlichkeit empfinde? Vielleicht kann Dr. Chunk das auch. Weiß ich nicht. Müssen wir nachfragen. Ich rufe jetzt mal wieder den Kredit an. Ja. Wie hab ich denn nun... Ach, Bullenschwein. Scheiße, Handy aus. Dann später. Aber müssen wir denn auch was geben wie den Casino-Bödmann? Mhm. Okay. Sollen wir Dr. Chuck fragen? Ja. Sollen wir dann zur Arbeit fahren? Dann komm. Okay. Ich gehe jetzt arbeiten, wie jemand, der wirklich arbeitet. Genau nicht so wie du. Viel Spaß beim Menschenleben gefährden. Danke. Hallo Schnapper und Archangel. Und hallo, die ich noch nicht begrüßt habe. Kein Farming, wir sind Medics, Alter. Das waren vom Piebel die Kumpels, ne? Ja? Die gespuckt haben. Die sind voll die Opfer. Oh, ich rufe den Anwalt an, der ist ja gar nicht tot. Oh. Ah, Herr Kurt Kosch, ja servus. Herr Schlomberg, Sie sind ja gar nicht tot. Ja, nein, natürlich bin ich nicht tot. Uns wurde erzählt, dass Sie gestorben sind. Wer hat das denn gesagt? Bist du mir nicht irgendwie vom PD zwei Herren? Ja, gut, das PD ist ja sowieso... Ah, Moment mal, lass uns mal kurz zur Seite gehen. PD ist sehr wertvoll, Herr Dings. Ja, PD ist sowieso ein Verein von Arschlöchern. Ja, das stimmt. Wie also sieht's mit unserer Anzahl aus? Ja, das, da fragte ich Sie sowieso mal für ein Gespräch und einen Termin beim PD und die Department of Justice. Das müssen Sie nämlich selbst machen. Ich kann da nur dabei sein. Also wir müssen quasi den Staat verklagen? Ja, richtig. Aber wo das sind kann Sie ich denn nur jetzt machen, gerade? Mit einer Hilfe, mit einer Anzeige. Ja, ich bin bei dieser Frau Valerie, beim Kruzifix. Kennen Sie das? Bei was für einem Kruzifix? Ja, das Café da von der Frau Valerie beim Stadtpark. Ah, da sind wir gerade weggefahren. Ja, dann kann man's zurück. Entschuldigt. Mila, sollen wir uns kurz noch mit dem Anwalt treffen? Der ist am Stadtpark in diesem Café. Ach, Mann, oh. Ja, wir kommen da eben hin. Ja, mach uns Tempo in die Hupen. Ich wünsche dir sehr was. Wir müssen selber zum Pilli. Aber ich dachte, der macht alles. Wir müssen die Anzeigen in den Start machen. Ja. Und dann macht er alles weiter. Okay. Wir verklagen dir 5.000 Dollar. Aber müssen wir das beim PD oder beim DOJ machen? Ich glaube beim PD. Schadensersatzklageforderung. Aushilfe, Sozialhilfeempfänger, ja. Das müssen wir machen. Hallo Starkwood. Dankeschön, Otto. Was gibt's denn da zu lachen, Davis, Alter? Alles okay? Brauchen Sie Hilfe? Danke. Nee, ich hab nur kurz auf die Karte geguckt, wo ich hin will. Okay. Ah, vielen Dank. Okay. Ist ja sehr nett von Ihnen anzuhalten. Ja. Kein Problem. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der wollte mich knutschen. Gar nicht. Du wolltest knutschen, wie immer. Du gehst nach einer World Party. Ja, Chat, mach mal Winke.
Ich hab gelöhnt. Hallo Pyro. Das ist nicht schlimm. Okay. Ich wollte meinen ganzen Lüll auf dich rüberflogen. Da ist vorne eine Ecke im Café. Oh. Na, da vorne eine Ecke. Bei der Kreuzung. Oh. Da ist ein Café. Kreuzung. Mir rechts. Ja. Ja. Okay. Super. Die ganze Karre sieht schon wieder aus dem Müll. Ich war noch nie drin. Auch nicht. Das sind meine Klienten. Hallo. Hallo. Ich wünsche dir was. Gott segne sie. Ja. Oder wenn es da bleiben fürs Gespräch. Ist das nicht Herr Burke? Ja. The Chief of Justice? Absolut. Natürlich. Richtig, ja. Ach, Mr. Kusch. Miss Kusch. Ja, freut mich, Sie wiederzusehen. Danke. Wir verklagen Sie. Ja. Was? Mich? Ne? Nein, den Staat. Ach so. Ja, gut, das kommt vor, ne? Viel Erfolg. Also, da können Sie ja gleich ein bisschen Beihilfe machen, Herr Börk, wie das überhaupt funktioniert. Also, ich habe ja keine Ahnung, ganz ehrlich. Hat das denn geklappt da mit Ihnen, mit dem Dr. Chuck oben? Ja. Ja, aber wir waren bisher noch nicht im Dienst. Weil Mina noch so ein posttraumatisches Erlebnis hatte wegen der Kündigung, wegen das, was vorgefallen ist. Ach so. Da wollten wir ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, bevor wir im Dienst gehen, wegen dem Funk und so. Weil jetzt immer, wenn ich angeschrien werde, kommt so ein Schwarz-Weiß-Bild hinter mir mit Vietnam-Bilder. Ja, Flashback. Oh. Also nicht mehr wirklich mit Vietnam-Bilder, aber mit Bildern, wo ich angeschrien werde. Genau. Achso, und Sie wollen jetzt dann den Staat verklagen wegen der Sache, oder? Mobbing. Ja. Ja, genau, wegen Mobbing und so. Und am Arbeitsplatz. Genau. Also, nicht dem, ich weiß nicht, den Staat, oder? Oder wird das eine Privatklage gegen den Hawkins? Dann müssen Sie wahrscheinlich eher gegen den Hawkins vorgehen, weil wir haben ja unseren Teil da geleistet, nachdem wir da aufmerksam drauf geworden sind, ne? Ja, das stimmt schon. Aber der Staat hat sich ja auch vorher nicht darum gekümmert, dass da eine fähige Person eingesetzt wird. Und dann ist Schaden passiert. Naja, also qualifikationstechnisch war er da schon gut dabei, ne? Also die medizinischen Voraussetzungen hat er. Dass er menschlich da versagt hat, das kann man vorher ja leider nicht wissen, ne? Aber probieren Sie Ihr Glück, das ist überhaupt kein Problem, ne? Ach, so ein bisschen Schadensersatzklage von 100.000 Dollar wird schon funktionieren. Ja, das ist. Ich meine, Milas Therapie kostet so viel, ne? Ja. Das ist echt teuer. Ja. Vor allem das ganze Geld für die Kuscheltiere und so. Kuscheltiere. Ja, Mila braucht Kuscheltiere. Richtig. Ja, damit die psychisch wieder normal wird, nicht wahr? Nur ein Knuff hilft gegen ein Trauma. Genau. Ja, richtig. Und je größer das Trauma, umso mehr Knuffs braucht man. Weiß doch jeder. Hey. Aus dem Grund hat Mila sich auch einen Teddybär am Hals tätowieren lassen. Ja. Damit wir immer was unterwegs dabei. Ah ja. Das ist mein Notfallknuff. Ja, schön. Gut, dann wünsche ich Ihnen da viel Erfolg mit Ihren Kuscheltieren und Ihrer Traumabewältigung und lassen Sie sich von Mr. Schlongmeck da beraten. Ja. Halt an, Herr Burke, bevor du gehst. Folgendes. Ich möchte von dir eine Sache, also von Ihnen, Gott, eine Sache wissen. Bezüglich dieser Klage. Wie funktioniert denn das? Muss ich trotzdem eine Anzeige machen beim PD oder... Wenn auch Sie eine wenn Sie eine Zivilklage machen, schreiben Sie einfach an doj@stadt.gov Ihre Klage. Nicht. Doch. Was? So. Ja. Da müssen Sie schon ein, zwei Sätze schreiben. Ja, aber reicht das? Ich habe ja nicht einmal E-Mail. Also. Ja, also und wenn wir den Staat verklagen wollen? Ja, dann auch. Oh. Ja, wofür haben wir Sie dann bezahlt, Mr. Schlomberg? Ja, da frage ich mich gerade auch. Lass uns wildfremde Leute vom PD erzählen, dass sie verstorben sind.
Ja, das ist schon eine Schande gewesen eigentlich. Die würde ich auch gern verklagen. Ich kann die verklagen für Rufmord, also im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ist ja geschäftsschädigend. Ja, richtig. Aber mal investigieren, wer das war. Und dann schreibe ich da rein, pass auf, frühes Hallo, Chief Justice, ich klage an Herrn Bums. Hallo, die schreiben nicht Hallo Chief Justice, weil ich werde das bestimmt nicht bearbeiten. Ja, also Hallo würde ich auch nicht schreiben, guten Tag, wenn dann. Also, Moin. Sie werden das bestimmt schon, irgendwie hinkriegen, Mr. Schlongbeck, da bin ich von überzeugt. Ich dachte, Sie wären eine beste Anwältin in Los Santos. Ja, bin ich ja auch, nicht wahr? Also bin ich der beste Schreiber in Los Santos, also Entschuldigung. Schreibe ich Bücher oder bin ich Anwalt? Verteidige ich mit Herz und Passion? Dann müssen Sie sich eine Tippse suchen. Genau. Ja, das wäre eigentlich schon... Habe ich ja, nicht wahr? Aber die habe ich gestern aus Versehen überfahren. Was? Ja, die Frau Josef, nicht wahr? Die kennen Sie sicher. Die Frau Peppi, nicht wahr? Die Josefin, ja, die liegt irgendwo beim Militärgelände, glaube ich. Was? Warte mal, die liegt da noch rum? Ja, also, ich habe die ja nicht mitgenommen. Ich will da keinen blutigen Rückmann haben, oder? Sie geben ja, aber das ist unterlassene Hilfeleistung. Ja. Sie geben mir gerade eine Straftat zu. Ja gut, vielleicht hat die da auch nicht wirklich geblutet. So schlimm war sicher nicht, also. Sie haben die doch angefahren, oder nicht? Ich wollte später noch einmal hinschauen, ob die noch, also. Nee, sie sagen mir jetzt wo, damit ich jemand hinschicken kann. Ja, das, weiß ich nicht mehr genau, wo das war. Da gibt's Kojoten, ja, also wenigstens die werden sich drum gekümmert haben. Eigentlich schon, nicht? Weil das kennt man ja von diesen Leuten. Aber ist doch schon gemerkt, das ist wieder einer von ihren perfiden Witzen, oder? Ich glaube auch. Richtig, also daran müssen sie echt noch arbeiten, Mr. Schlongbeck. Ah, richtig. Katastrophe, wirklich. Ah, ja. Gut. So. Ja, Mr. Schlongbeck, rufen Sie mich bitte nicht mehr an, ja? Schönen Abend. Sicher. Sind Sie sicher, dass Sie ein guter Anwalt sind? Absolut, ich bin eine Anwaltslegende. Ja, setzen Sie eine Rücke hin. Ja, Mr. Schlammeck, was machen wir? Verklagen wir den Staat oder Zivilklage? Ja, wenn ich da FBL schreiben muss, dann schreibe ich einfach rein Privat und Staat. Das reimt sich sogar. Na, aber Privat wird er wahrscheinlich nichts haben, weil wir haben schon in Wien gesehen, dass der seine Habseligkeiten verkauft. Wie heißt der überhaupt? Hawkins. Hawkins. Und wen auch? Hat er auch einen Vornamen oder ist Hawk sein Vorname und Inst ein Nachname? Da muss ich mal... der heißt Konrad Hawkins. Konrad? Konrad. Wie also Schindy, mit C oder Rapper. Mit K? Oh. Hawkins. Ich glaube, beim Start ist mehr zu holen. Konrad hat ein neues Produkt zum Verkauf angeboten. Also, seine Karre verkauft. 35.000, das ist aber nicht schlecht eigentlich. Das können unsere 35.000 sein. Ja, wollen Sie vielleicht das Auto haben einfach? Bankrate wird besser. Ja, ist ja richtig eigentlich. Oder er muss monatliche Raten zahlen. Schmerzensgeld. Ja, das ist auch nicht Hauptsache schlecht. Hauptsache er bezahlt. Ja, werde ich den einmal anrufen. Der seine Telefonnummer auch dabei stehen. Das ist ja eigentlich ganz toll. Na, dann rufen Sie den mal an. Vielleicht kann man sich ja außergerichtlich einigen. Ja, glauben Sie, der einigt sich außergerichtlich auf 100.000 oder was? Naja, hat immerhin schon seinen Job verloren. Vielleicht hat er ja noch weiter Angst, ne? Weil das bestätigt uns ja, dass er den verloren hat. Ja. Aber den Staat würde ich trotzdem auch noch verklagen, nicht wahr? Also, zusätzlich. Ja, wir vertrauen ihm da, oder Milo? Ja, natürlich vertrauen Sie. Ja, richtig. So. Ja, das werden wir schon hinbekommen. Das dann fahren Sie mal jetzt mit mir zum Department of Police und dann werden wir da diese Anzeige gegen Staat erstellen. Ja, aber das müssen wir doch gar nicht, hat der Herr Burger gerade gesagt. Na, gegen den Staat schauen, privat. Nein, der hat gesagt, bei beiden Sachen E-Mail. Was, bei beiden Sachen? Ja, das muss ich schreiben. Moment mal, jetzt weiß ich selbst nicht mehr. Ich rufe den an, der freut sich aber immer. Aber der hat gesagt, Sie sollen ihn nicht mehr anrufen. Nein, der freut sich immer, wenn ich anrufe. Okay. Das war bestimmt auch nur ein Spaß. Jetzt hat er mich weggedrückt, dieses Arschloch. Der muss bestimmt nur auf Co. Ja, das glaube ich auch. Ja, dann probieren wir es mal mit dieser Mail, also E-Mail, wenn ich das schreibe, nicht wahr? Ja. Dann verklagen wir die, weil die keine Aufsichtsbehörde dafür haben, dass sowas verhindert wird? Ja gut, irgendeinen Anklagepunkt werden wir schon finden, nicht wahr? Ja, wir werden uns irgendwas einfallen lassen. Ja, ich schau einfach, wofür es das meiste Schmerzensgeld gibt, nicht wahr? Und dann werden wir das schauen. Das Gute ist auch, dass Mila die einzige Psychologin in Los Santos ist, die wird sich dann selbst attestieren,
Dass das sie ist ein Psychologin. Ja, klar. Na, Caro. Brauchen Sie Hilfe? Nein, das habe ich lange aufgegeben. Aber okay. falls Sie mal Klienten haben, die verrückt geschrieben werden müssen, da sind wir dafür da. Was na, wirklich? Sie machen sowas? Ja, gegen kleines Entgelt bestimmt. Ja, ich hätte ja eine Klientin, die vor Gericht steht morgen, wegen schwerer Körperverletzung und normaler. Ja, die können wir verrückt erklären. Ja, super. Ja, will ich aber mal hinter mich. Brauchen Sie dafür den Namen na, oder Karl. Was? Ja, natürlich. Ja, am besten Name und Nummer. Ach so, den Nummer. Ja, ja. Einfach korrupte Ärzte, Junge, Alter. Da. Depperte heißt sie. Also heißt sie eigentlich nicht, aber habe ich eingespeichert. Die heißt Frau, wie heißt sie denn? Alonso Stella. Stella Alonso. Stella Alonso. Ja. Richtig, ist sie 8. Ja. Hast du? Mhm. 6. 6. Hast du? Ja. Noch einmal 6. Noch einmal 6. Hast du? Und Mr. Green Kush, Dankeschön für 5 Gifte Zaps, Bruder. 4. Ist der beste, Alter. Hab ich? 9. 9. Hast du? Hab ich. Und die 3. Und die 3. Hast du? Hab ich. Na, passt. Das wäre die Nummer von der Frau Lambda. Dann, Mila, dann machst du gleich einen Termin mit deinen, treffen wir uns kurz, wenn wir im Dienst gehen, ne? Na, und dann machen wir so ein... Das müssen wir aber auch per E-Mail machen dann. Eine Begutachtung. Richtig, ja, das oder Mr. Schlomberg nimmt uns oder dich mit als Zeugen, die vor Gericht aussagt, dass die Frau eine Waffe hat. Ja, das ist auch gut. Na, wenn du Zeit hast morgen. Du bist ja ein bisschen krank. Ja, 21 Uhr ist die Verhandlung, nicht wahr? 21 Uhr. Das wird schon. Ich bin ja dann fit wie ein Turnschuh. Hip und agil. Go stupid, oh. Ja, genau. Richtig, ich will Sie noch einladen davon, bei der Frau Valerie. Komm mal mit. Okay. Ich habe kein Wort verstanden. Komm's mit. Kommen Sie mit. Und Dankeschön für 4,20 Euro Green Kirsch und noch das Kleingeld Instinkt. Dankeschön. Ja. Jetzt bin ich mir sicher, ob es Moment ist halt. Doch, das Mann. Ist ja Ink. Da war ein Krieger, Mr. Schlomberg. Denke ich. Das war bei 7069 da oben oder so, ne? Alles okay. Ja. Also das müsste die Mexikaner sein. 7069 da. Mexikaner. Aha. Normalerweise. Wer sind Sie denn? Warum suchen Sie Mexikaner? Ich nicht. Ich habe schon gedacht, Sie sind irgendwie von der Behörde. Nee, der Kollege da hinten, der sucht was? Quasi Mexikaner. Warum denn? Der ist heute mit dem Bus gekommen und der sucht jetzt quasi Anschluss. Verstehe. Wollt ihr was? Mit der Schlummeck meint, willst du mitkommen? Ja. Ich würde die einladen, nämlich, damit ihr mal ihren köstlichen Spiegeleikuchen kennenlernen und dazu 2 Melange. Also machen es 3 draus, weil ich brauche ja auch noch was. 3 Melange und 3 und 3 Spiegeleikuchen, richtig. Okay. Also was der sucht jetzt andere mexikanischstämmige Menschen? Weil der ja, richtig. Sucht er, ja. Okay. Ja, gehst du hin und sagen, sie sind aus Mexiko. Ich bin nicht aus Mexiko. Ja, aber ich... Ja, der Schlomberg. Wo rennt der jetzt hin? Oh je. Aber ich. Kann ich einem von euch die 3 alles geben? Ja, klar. Ich frage da dann auch bei ihm das Geld. Okay. So, komm, ich gebe es Monsieur, dann kann er austeilen. So, bitte. Dankeschön. Und. 3-mal Melange. So, und Herr Schomberg bekommt die Rechnung. So, danke. Bitteschön, lasst es euch schmecken. Danke. Dankeschön. Komm. Für 1 Akt. Das so. Der Spiegeleikuchen ist fertig. Ich hab den vergessen. Momente.
Ich nehme den mit. Na Karo wie eine K. Karo wie eine K? Na K. Na Karo. Wieso redet hier jeder eine Sprache, die ich nicht verstehe? Ich verstehe es nicht, okay. Weiß nicht. Darf nicht? Danke. Was wollt ihr denn? Ich bin die mit Piepsi-Stimme, hat er gesagt. Du hast keine Piepsi-Stimme. Wirklich nicht? Nee, du klingst unschön. Mein Nasi läuft. Nicht schlimm. Ich lass topfen. Ja. In Hose? Rakim, danke schön für den gifted Zip an Kali Pascal. Einfach aus T-Shirt. Na Kau. Und Henna macht die Kneipe auf. Ich will Hamsterfrikadellen. Wir haben meinen Kuchen gestohlen. Na, ich hab den noch hier auf dem Tablett. Ach so, ich hab schon gedacht, sie haben gestohlen, nicht wahr? Warum sollen wir denn gestehlen? Ja, das weiß ich nicht. Das ist nicht so was Wertvolles. Danke schön. Ja, ach, ganz lieb. Und hier. Bitte schön. Ah. Oh, ich muss auch essen. Ja, essen Sie nicht. Das ist ein Sachertart mit Spiegel da oben, nicht wahr? Okay. Schönen Abend, die Herrschaften. Gleichfalls. Ich hab das Spiegelei so weggefetzt, ne? Haben Sie jetzt nochmal versucht anzurufen, Mr. Schlumberg? Ach so, ja. Beim Herr Burke. Wegen was würde ich denn überhaupt anrufen? Na, ob wir jetzt zum PD müssen oder nicht? Ach, richtig, gute Frage eigentlich. Richtig, gute Frage. Ich glaube, ich könnte auch Anwaltsassistent werden. Bitte regen Sie einen nicht auf. Aber folgendes, es trat sich darum, müssen wir jetzt, wenn wir da gegen den Staat klagen, zum PD und eine Anzeige extra aufgeben gegen den Staat, oder müssen wir das auch nicht? Ja, aber nein, wir machen ja beides. Ja, das weiß ich noch nicht, aber ich werde schon was finden im Strafgesetzbuch. Na, was denn dann? Nach internationalem Recht. Ja, nein, wir machen das privat und wir verklagen den Staat. Der ist der Beste, Milo. Ja, weiß ich nicht der warum, Beste aber wir finden da was herrscht. Vielleicht wegen Mobbing. Gibt's da einen Paragraphen? Wir finden da schon irgendwas. Ja, dann weiß ich nicht wegen Rufmord, Beleidigung. Also. Verdienstausfall, richtig. Nein, es geht also um den Hauptdienst und ums Krankenhaus. Um beides. Also um den Staat. Beleidigung. Aha. Hallo, Leo. Ja. Aha. Boah, sie sind schon. Es gibt einen Grund, warum sie der Chief sind. Sagen wir folgendes. Ich habe eine Frage, Herr Berg. Alles ist wieder gut. Jetzt habe ich die Frage verworten, weil Sie mich da so beleidigt haben gerade. Ja, also, nicht beleidigt, also, jetzt würde ich fragen, wenn der Hawkins nicht zahlen kann, zahlt dann der Staat oder wie? Das Schmerzensgeld jetzt, wenn wir da eins zugesprochen bekommen. Ja, Tigre, ich bin wieder fit. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, und wenn der da gar nichts hat? Was? Ja, dann müssen sie das zahlen, Staat oder privat, weiß ich nicht. Gut, die Night-Deal über Eugene. Eigentlich kann man den Sefo mal einen Shoutout geben, ne? Da muss der in Insi-Modus. Da muss der in Insolvenz anmelden. Ja, das weiß ich doch nicht, aber ach mein Gott, ich schreibe mir die Anklage. Da muss der seine Praxis verticken.
Genau, Mr. Schomberg, der ist Privatarzt, der ist Hausarzt, der hat eine Praxis. Ach, der ist privat, der hat eine Praxis übrigens. Ja, der Hau, okay, ins Hallo, passen Sie überhaupt auf, was ich da rede? Dann kann er die doch verkaufen müssen. Nein, der ist kein Anwalt. Was, der ist Anwalt? Wie, das Anwalt? Wie, der ist Anwalt? Pah, bist du blöd, da will ich ein Gespräch mit dem führen, diesem Arschloch. Ich wünsche mir was, Herr. Herr Chef, ich wünsche was. War jetzt so einer, der seine Leute anscheinend auch noch anmacht. Außergerichtlich einigen. Da werden wir schon eine Einigung finden. Ich danke Ihnen für die Hilfe. Nee, das ist nicht unser Chef. Das ist der beste Anwalt, Junge. Das war der Hilfe, das hat mir geholfen. Das wird ein Heilende. Ich rufe nicht mehr an. Servus. Sie sind echt der beste Anwalt. Ah, ganz lieb. Den machen wir nackig, den Typen. Er ist Arzt, dann Anwalt, als nächstes Bauernhofbesitzer. Oh, das ist doch ein schönes Leben, oder? Wir nehmen dem alles weg, was er hat. Ich will den alles wegnehmen. Seine Lizenzen will ich auch verticken. Wir machen den kompletten nackigen Typ. Sagen Sie mir mal die Nummer an von dem. Ich habe die nicht. Ich auch nicht. Aber was muss ich selbst machen? Sie können doch auf dieses W-Net schauen, Herrst, und dann schauen Sie. Ja, ich guck, Moment. Wo stand denn da die Nummer? Achso, bei der Kranken. 2063. Ach, hallo. Aha, servus. Aha. Ja, was war die Nummer? 2063. Ja. 93. Was? 93? Ja. Ach, eine schöne Nummer. Der soll die Karre rausrücken. Was? Ansonsten verklagen wir den. Aufgelegt. Ja, leider. Dann warte ich, bis du zurückruft. Wenn du zurückruft. Richtig, ansonsten werde ich da irgendwann einmal, wenn ich, ja, wenn ich dran denke. Und müssen wir jetzt zum PD oder nicht? Nein, anscheinend nicht. Also ich glaube, der Herr Burke sagt das extra, weil denn ich will das mit ihm verklagen. Ja, richtig, der hat mich auch gerade sehr davon abgeraten, den Staat zu verklagen. Hat immer aber gesagt, das ist nein, nur privat, nur privat, nur privat. Weißt du, weil es kein Gesetz gibt gegen das, was da innen da also widerfahren ist. Was dann? Ja, kein Gesetz, Mobbing, gibt's nix. Ja, aber es muss doch geben. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber ich habe das Gesetzbuch auch noch nie gelesen, also werde ich dem da vertrauen. Vielleicht sollten wir das mal lesen. Das ist aber, glaube ich, zu lang, oder? Ja, aber die können uns ja auch mal schlau machen. Ist das bei dieser DOJ-App, oder wie? Ja, am Tablet. Richtig, Gesetzestexte. Texte! Aber da muss es doch ein Gesetz für geben. Ja, Kriminell Code vielleicht. Ach, Penal Code. Traffic Law, Privat Law. Privat ist es. Moment, wo muss ich denn danach schauen? Ist Privat Law oder Kriminell Code? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung davon. Ja, super. Ich weiß nur, dass wir sein Geld wollen. Freiheitsstrafen, Rechtsfolgen, was? Vielleicht wird das ja auch ein Präzedenzfall dann, wenn es sowas noch nicht gab. Das kann sein, dass dann extra ein Gesetz geschrieben wird. Genau, und das ist ja sowas wie eine, boah, dann gründen sich auf einmal Gewerkschaften, Arbeitnehmerrecht und so. Dass keiner mehr zu befürchten hat, dass er am Arbeitsplatz gemobbt wird. Ja, das ist richtig. Wir starten eine Revolution. Ja. Ach Gott, da werden wir auch für Wienet ein paar Bilder basteln und dann so eine Viva la Revolution. Ja. Stopp das Mobbing. Demobber. Genau. Ja, die Gemobbten wehren sich. Richtig, richtig. Frau Valerie. Frau Valerie. Ja, hast du gesehen, der Looney Cooter sagt, wir sind markiert. Wo? Auf unserem Poster Wildcats mit dem Versteck von den Sasquatch. Das habe ich schon gelesen. Ich glaube, die meinen markiert mit, der hat uns angepinkelt. Aber der hat uns gar nicht angepinkelt. Oder habe ich mich in sein Bi gesetzt? Kann sein. Ja. Ja, rutschen Sie mal zur Seite, bitte. Ich würde mich ja zu Ihnen zwei dazu setzen. Nicht war so gemütlich. Na Karo. Ja, richtig. Wir müssen den nackig machen. Dann gibt's doch eine dicke Prämie. Ach so, den Dings machen Sie jetzt. Ja, und den Start auch. Ja, haben Sie mit dem schon mal gesprochen überhaupt? Ist es okay, wenn ich meine Hand da habe? Oh,
Natürlich, gnädige. Nein, seit dem Vorfall haben wir nie wieder mit dem gesprochen. Wir haben nicht mal eine Kündigung oder so bekommen. Was? Sie haben nicht einmal mit dem gesprochen? Nein. Der hat uns nicht mal offiziell irgendwie Papiere zukommen lassen, dass wir gekündigt sind. Moment, das heißt, Sie arbeiten dort noch eigentlich? Rein theoretisch schon, aber wir haben jetzt neue Arbeitsverträge im Baker, beim Dr. Chuck. Boah, ach, der Dr. Chuck, auch ein lieber Bub. Haben Sie da mal diese DNA-Tests machen lassen? Nee, warum? Ja, das ist ganz lieb. Also bei mir ist da rausgekommen, ich bin wohl ein adeliger Mensch, nicht wahr? Und woher? Ja, aus Britannien und Österreich-Ungarn. Ja. Und ich stamme wohl auch so zu 1% von, oder 2% von Hillary Clinton ab. ganz liebe Frau, nicht wahr? Meine Großtante, meine Liebe. Ich habe die Queen kennengelernt. Was? Wirklich? Hallo. Ah, servus. Ja. Oh, der ist aber schick gekleidet, du. Wir haben mit der ein Top-Top gemacht. Was? Ja. Mit der Queen? Ja. Bist du blöd? Also da haben sie meinen Respekt, haben sie da. Das ist ja Dankeschön. Genau, hätte ich geschafft, nicht wahr? Mit der Queen da. Höchstpersönlich so ein... Ja, ist es das, wo man diese kurzen Videos macht? Ja, Talk-Talk. Aha. Ja, ich bin da ja nicht, also... Wissens, da kenne ich mich ja nicht aus. Das ist aber ja so ein Ding aus Europa. Aber Mr. Ja. Schlangenberg, wie verfahren wir jetzt weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Haben Sie da eine Idee vielleicht? Na, Sie machen die Papiere fertig? Na, können Sie denn nicht schreiben? Boah. Aber ich bin noch kein Anwalt. Außerdem kann ich mich nicht so gut ausdrücken. Ja, hören Sie mich einmal an. Ich spreche da wie der Letzte dahergelaufene. Na, Sie reden wie ein gebutterter Lachs. Ach, ja, sicher. Abgelaufene Butter. Ja, na gut, dann werde ich da mal was schreiben.